Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zur Vorstellung meines neuen Partners. Holy Energy hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und mir gesagt, dass ihnen meine Streams und meine Videos sehr gut gefallen. Auch die Art, wie ich mit euch, also meinen Zuschauern, meiner Community interagiere, sehr gut gefällt. Und dass sie sich vorstellen können, dass dieses Produkt, also ihr Holy Energy, gut mit mir zusammengehen könnte. Und da habe ich gesagt, können wir gerne probieren. Ich habe jetzt hier einen Test- oder vielmehr Probepaket bekommen. Das packe ich jetzt gleich mit euch zusammen aus. Probiere eben rein, ob es mir schmeckt. Und wenn es mir schmeckt, kann da auf jeden Fall eine Partnerschaft draus entstehen. Das Headset mache ich mal weg. Und wir machen die ganze Sache mal auf hier unten. Ich hole gerade mal mein Messerchen. Wo ist es? Dann machen wir die Sache jetzt mal auf. Und ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet. Übrigens schon direkt vorneweg. Holy Energy kombiniert erstmals geilen Geschmack mit echtem Fokus, ohne Zucker, Taurin und künstlichen Aromen. So sagen sie es von sich. Das werde ich dann gleich mal ertesten. Wir gehen ja wieder mit meinem Case Opening Knife ran und machen hier mal Looky Looky, so. Und guck mal hier, das habe ich jetzt eben gesehen, kam der Holy Squad. Matze, Philipp, Fredi. Jungs, vielen Dank. Also ich bin jetzt praktisch im Holy Squad, wenn man so will. Achso, und hier oben steht noch, Congrats on making the switch to clean energy. Yay. Dann schauen wir mal rein. Wir haben hier Papier und, oh, guck dir das an, wie nice das aussieht. Oh, Leute, schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier ist der Shaker. Ich habe einen Shaker, wahrscheinlich mit Anleitung bekommen, dass ich weiß, wie man shakt. Das bin natürlich ich, weil ich ein Bär bin, nicht. Dann ist hier einmal, alter Falter, warte mal, ich dachte, das ist nur ein Testpaket. Das ist ja so eine ganze, oder? Ich dachte, ich bekomme den Shaker und eben hier so, also hier so ein Testding, oder? Yay! Ja, und da, hier ist das Testpaket. Jungs, ihr habt mir sogar ein großes Teil mitgeschickt, seid ihr verrückt? 0,5 Liter kaltes Wasser in den Shaker rein. Dann ein bisschen shaken und fertig. Und hier sind auch eben nochmal diese wichtigen Kernpunkte, die sich auf die Fahne geschrieben haben. Also 100% natural flavors and colors. No sugar, no bullshit. Less than 4 calories. Leute, was jetzt bei mir gar nicht so tragisch ist, weil ich könnte natürlich noch ein bisschen was vertragen, aber sicherlich auch auf jeden Fall, gerade wenn man auf andere Hersteller guckt, halt ein Plus, ne? Wenn man da sonst mit dem Zeug rumballert und sich direkt 8 Kilo antrinkt, schwierig. Natürliches Koffein und New Caf, 14 Vitamine und Nootropics. Und es ist natürlich in Germanien gemacht, meine Damen und Herren, in Germany. Das ist die Gaming-Formula. Haben sie mir wahrscheinlich eingepackt, weil sie zwar gesehen haben, dass ich eine sehr gute Interaktion mit euch habe, aber halt nicht so den Skill, deswegen da Performance ist auf jeden Fall mit drin. Übrigens ein Scoop. Man nimmt einen Scoop davon und mixt die ganze Stoße dann schon. Also es ist auch echt nicht viel. Ist hier schon ein Scooper dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Den muss ich bestimmt selbst mir, also ich habe natürlich so ein Scooper-Rich. Die Ice Cubes sind ja tatsächlich auch nicht nur als Alternative, sondern es ist eine Empfehlung, dass man hier auf jeden Fall Ice Cubes reinmachen soll. So, jetzt gucken wir uns noch das Testpaket an. Also das hier, nehme ich an, ist das eigentliche Testpaket und das habe ich halt oben drauf bekommen, damit ich besser gerade ausschießen kann. Also sehr, ach so, hier ist der QR-Code, den man scannen soll. Hier, scan me with your phone. Warte mal, ich mache das kurz. QR-Code-Scanner, let's go. Ach, da kommt man dann einfach auf die Seite wahrscheinlich. Ach, guck mal. Danke, dass du ein Teil des Holy Squads bist. Als junges Startup wissen wir dein Vertrauen sehr zu schätzen. Und dann haben wir hier auch nochmal, Trustpilot, Weiterleitung und so weiter. Okay. Ja, nice, ja, nice. Und man kann sich Holy Coins sichern. Du kannst dann ganz viel Zeug einlösen. Geil. Ich habe einmal hier diesen Geschmack, also den Bären, sag ich mal. Und dann habe ich noch den Adler. Das ist gerade wie Pokémon-Karten. Ich habe sogar den Hai. Ich sortiere das hier direkt richtig. Komm, wenn wir schon Karten spielen, machen wir das richtig. So, da ist der Hai, hier ist der Tiger, da ist die Kobra, Tiger war hier und Kobra. Der Adler ist Raspberry und Yuzu. Dann haben wir hier beim Hai einmal Strawberry und Tangerine. Mhm. Dann hier der Tiger, ich nehme immer eins zum Lesen. Passionsfrucht und Pineapple. Kroi. Da bin ich gespannt, ob mir dann sowas wie Pineapple schmeckt, weil ich bin kein Pineapple-Fan der eigentlichen, also des eigentlichen Früchtelchens. Aber vielleicht ist es im Drink dann anders. Und dann noch hier Citrus und Calamans. Ich hole jetzt hier die Kartons nochmal raus. Die sind übrigens ultra sweet. Da wird sich meine Frau drüber freuen, weil immer wenn sie halt irgendwie kleine Geschenke macht oder sowas, verpackt sie die Sachen gerne in Kartons. Und vor allem, wenn du dann noch so einen ultra cool gestalteten Karton hast mit so einem Adler drauf, das könnten wir fast dann an unseren, also an meinen Neffen weiterballern, wenn man irgendwas Kleines für ihn hat, ne, da rein. Also ich denke, ich mache das so. Ich werde die kleinen Vorteilsteile testen. So. Vorteilsteile, Testteile meine ich. Das hier, das will ich jetzt nochmal aufmachen und reinriechen, reinschnubbern. Zu, weil das soll ich dann überhaupt aufmachen? Ja, sicher. Ich meine, ich werde das ja, ich werde das ja auf jeden Fall leer süffeln. Da sind extra Pfeile in die Richtung. Das habe ich wegen dem Licht hier nicht gesehen. Wirklich, Leute, wirklich jetzt. Das hat mich exakt genau so. Was ist denn da drin? Jetzt kommt raus, das ist eigentlich eine Kokainlieferung. Achso, das ist der Trocknungsbeutel. Das sind diese verbotenen Salzstreuer. Und jetzt rieche ich mal rein. Boah, shit, ich hab's eingeatmet. Das riecht schon mal richtig nice. Sodele.
Ich lasse es da stehen. Den Schombombes machen wir weg. Aber wie gesagt, da ich jetzt gerade so ein Löffelchen nicht direkt mir hier parat gelegt habe, ich weiß, dass wir mindestens 3 von den Teilen haben. Meine Frau ist da die Bäckerin bei uns und die hat da alles parat, aber ich habe das jetzt halt nicht. Ich hole mir jetzt kurz Wasser, also ich fülle mir hier direkt den halben Liter Wasser rein. Kann man das hier, ja, sehr gut rausmachen, was steht hier? Wahrscheinlich Verarbeitungsgeschichten von dem Shaker, ja, tatsächlich. Also ich mache mal kurz Wasser bereit, gleich wieder da, beruhigt euch. So, Wasser ist parat. Ich suche mir jetzt, welchen nehme ich denn? Ich gucke jetzt, glaube ich, einfach auf die Bilder, oder? Oder will ich nach den, aber Strawberry würde mich dann schon interessieren. Wir gucken jetzt einfach mal hier den Shark an, so. Achso, und übrigens, dein Spruch ist, Splish Splash, other energy drinks are trash. Nice. Also ich mach's auf. So, und fülle es jetzt dann hier rein. Ja, also ich denke, das macht man definitiv eigentlich zuerst rein, das Pulver und danach das Wasser, dass es sich da schon so ein bisschen mixt. So, Dille. Das Ding da rein. Allein nur durchs Dastehen ist es jetzt schon ziemlich red. So. Mal der Shaker-Deckel drauf und natürlich den kleinen Trinkknöpel auch. Und los geht's. Also die ganze Sache sieht jetzt so aus, schön durchmixt, würde ich sagen. Und jetzt probiere ich einfach mal, ne? Ich habe jetzt übrigens keine Eiswürfel, aber da muss ich jetzt durch. Ich denke nicht, dass das jetzt einen riesigen Unterschied macht. Ja, ich müsste eigentlich muss ich mich da hinsetzen, dass ihr mich seht. Warte mal. So, jetzt aber. In dem Winkel seht ihr eigentlich mein Büro nie. Ich weiß, die Kamera ist eigentlich viel niedriger und man sieht maximal den Greenscreen und nicht noch da oben den Super Nintendo-Karton, aber egal. Legen wir los. Ich rieche nochmal rein. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Schmeckt auch sehr gut. Das ist jetzt Strawberry und Tangerine. Auf jeden Fall erfrischend. Ich denke, wahrscheinlich wäre es doch besser mit Ice Cubes dann noch. Gerade bei diesem Mix. Aber ich habe jetzt halt gerade keine da. Und da meine Leute mir eh ständig vorwerfen, ich sei unfokussiert und so oft im Chat, ist das natürlich perfekt. Jetzt kann ich den Chat noch viel fokussierter lesen. Also das ist echt richtig nice. Ich muss mich die ganze Zeit so ein bisschen runterstellen, dass ich auch, ne, sonst bin ich so. Ich habe gerade gestern ja noch im Stream was anderes getrunken. Kein Energy Drink, aber halt so ein Süßgetränk. Und muss schon sagen, das kommt jetzt hier halt irgendwie gar nicht raus. Also dass man da was Süßes trinkt, es schmeckt zwar süß. Und man schmeckt eben auch genau diese angegebenen Hauptgrundstoffe mit raus. Aber es bappt halt nicht die Zunge so kaputt. Aber sicherlich ist es für den einen oder anderen auf jeden Fall von Vorteil, weniger Zucker zu sich zu nehmen bei gleichem Geschmack oder gleichbleibendem Geschmack. Also ich schmecke da jetzt nicht raus, ne? Also wie man es bei anderen Produkten rausschmeckt, wo es dann heißt, das ist Zero Sugar oder halt Light oder sowas. Die schmecken dann direkt, als hätte man so 50 von diesen Süßli-Dinger-Tablettchen reingeschmissen, ne? Für, ihr wisst schon, der Zucker für den Kaffee, die kleinen Dinger. Ja, es ist nice. Also, Holy Energy, ich kann mir auf jeden Fall eine Partnerschaft mit euch vorstellen. Ich schreibe euch gleich noch an. Und dann bringe ich das Video wahrscheinlich halt die Tage, wenn wir uns abgesprochen haben, dann online. Stoßen wir noch an auf die Partnerschaft. Toi, 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 auf gutes Gelingen. Oh. Ich fühle mich wie in so einem Werbespot, obwohl das so ja nicht gedacht ist. Ne? Es war einfach, probier mal, wenn es dir schmeckt, läuft. Also es ist wirklich, sie haben mir nichts geschrieben von wegen Instruktionen, mach so oder so. Und ist das lecker! Sondern einfach genuine. Einfach eine natürliche Testung. Und ich habe dann gesagt, ich nehme es einfach auf. Ne? Ich nehme einfach auf, wie ich es aufmache und probiere. Und ja, es ist sehr warm. Es ist sehr warm. Puh, ich hätte es wirklich mit Eiswürfeln machen sollen. Ah, gut. Dann sehen wir uns, meine Damen und Herren, im nächsten Livestream. Dienstag, Donnerstag ab 18 Uhr, freitags ab 20 Uhr. Oder dann halt im nächsten Video. Das kommt dann irgendwann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.